Okay. Na gut, dann möchte ich mich auch zu dem Thema äußern. So, Freunde, wir müssen uns jetzt mal über Return to Monkey Island unterhalten, dem neuesten Teil des Monkey Island Franchises, welches mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich liebe Monkey Island. Ich habe die ersten beiden in meiner Kindheit gespielt und sehr, sehr gefeiert. Ich war ein großer Fan des dritten Teils, vor allen Dingen durch den handgezeichneten Comic-Grafik-Stil und den Humor. Der vierte hatte auch seine starken Momente, obwohl der natürlich im Vergleich zu den anderen stark abstinkt. Und den fünften, in meinen Augen sehr unterschätztes, Tales from Monkey Island von Telltale Games, den möchte ich auch nochmal hervorheben. Und auch die Remakes, die es dann irgendwann mal auf den Konsolen beispielsweise gab, von Teil 1 und später auch von Teil 2, die habe ich auch sehr geliebt. Die habe ich sehr, sehr gerne gezockt. Auch der damalige Grafikstil, der auch sehr umstritten war, habe ich tatsächlich gefeiert. Denn eine Sache muss ich bei Monkey Island ja generell schon mal sagen, einen richtig festgesetzten Grafikstil, der wiederkehrend ist, dem man dieser Marke zuschreiben würde, den gibt es eigentlich gar nicht. Jeder Teil, würde ich sogar sagen, hat so seine eigene Grafikpräsentation. Der erste hat beispielsweise einen erwachseneren Look, der zweite ist dann ein bisschen verspielter, der dritte ist mit seinem Comic-Stil komplett eigen und ich muss so zugeben, das ist übrigens mein Favorit. Der vierte hat dann die 3D-Polygon-Grafik für sich entdeckt, der fünfte hat so eine Aquarelloptik und die Remakes sind dann auch wieder ein eigener Schnack. Und jetzt gibt es mit Return to Monkey Island von Entwicklerlegende Ron Gilbert auch wieder einen eigenen Grafikstil, aber zugegeben, als ich den Trailer gesehen habe auf der Nintendo Direct Mini, war ich auch erstmal richtig abgeschreckt. Und da meine ich jetzt nicht so, dass ich sage, ja, der gefällt mir jetzt nicht so, sondern ich habe gedacht, wollt ihr mich hier komplett verarschen? Das ist ja mal gar nicht meins. Dieser kunterbunte Scherenlook, wo man mich auch darauf hingewiesen hat, dass der beispielsweise auch bei Guacamelee zum Einsatz kommt, die Proportionen der Figuren, der eine hat ein sehr längliches Gesicht, der eine ein kugelrundes, nichts passt zusammen, gar nichts ist irgendwie realistisch, die Knopfaugen der Figuren, da geht einfach sehr viel verloren, was ich halt irgendwie mir vorgestellt habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, denn man hatte, als man gehört hat, Ron Gilbert, Dave Grossman und Co. sitzen wieder dran, um ein Monkey Island Spiel zu machen, dann ist es eben nach dem Stil, den wir kennen. Und naja, welcher ist das denn jetzt eigentlich? Denn die ersten beiden Teile, die damals von Ron Gilbert oder auch Tim Schafer, Dave Grossman, Michael Land, der die Musik gemacht hat. Das hatte alles einen Pixel-Look. Den kann man natürlich jetzt nicht wieder kopieren. Macht man mehr so diesen handgezeichneten Comic-Look wie in Teil 3? Ey, hätte ich super gut gefunden, aber der steht ja auch für sich selbst. Das ist so ein eigenes, der nie kopiert worden ist in seiner eigenen Spielereihe. Macht man den vierten? Macht man den fünften? Keine Ahnung. Eigentlich gibt es nichts Festgelegtes und deswegen kann man eigentlich gar keine Erwartungshaltung bei Monkey Island haben. Trotzdem hatten wir sie alle, ich inbegriffen. Aber ich glaube, das Problem liegt einfach auch daran, dass dieser Look so ungewöhnlich ist. Und wie gesagt, ich war wie die meisten Fans etwas empört über diesen Look, habe aber mit mehrmaligem Anschauen des Trailers festgestellt, dass mir das Ganze im Bewegtbild eigentlich ganz gut gefällt. Denn das, was noch dazu kommt, ist ja nicht nur, wie der Stil aussieht, sondern eben so Sachen, die bei Monkey Island auch immer als große Stärke zählen. Situationskomik, die Dialoge, Synchronsprecher, Hintergrundmusik, Effekte. Das alles kommt halt noch hinzu, wodurch dann plötzlich wieder so ein eigener Charme entsteht, stehen kann und auch wird. Da bin ich mir fast sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich spiele Return to Monkey Island und direkt nach 5 Minuten habe ich mich an diesen Look gewöhnt und lasse mich von dieser Piratengeschichte rund um Guybrush Threepwood mitziehen. Jetzt möchte ich aber natürlich auch auf diesen ganzen toxischen Hate eingehen, denn den kann ich natürlich nicht außen vor lassen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Fans waren so empört über dieses Spiel und haben sich gerade unter den offiziellen Trailer gemeldet, dass sie den total scheiße finden, dass eben Ron Gilbert darauf keinen Bock mehr hatte. Also ich möchte jetzt generell nicht auf das Thema der toxischen Community eingehen, denn ganz ehrlich, das ist hochkomplex und da muss man eigentlich das Ganze mit viel Recherche betreiben, aber natürlich finde ich das ganz, ganz schade. Ich finde das ganz, ganz schade, dass ein Spieleentwickler, der sich richtig gefreut hat, dass er das Spiel nochmal machen darf, dass er jetzt die Fans beglücken darf mit einem neuen Abenteuer aus seiner Monkey Island Serie, dass jetzt wegen einem Look das Ganze so umgeschwappt ist, denn die Freude von einer Ankündigung war riesig und jetzt ist das irgendwie so umgeschwappt in die negative Richtung und hat die ganze Freude jetzt richtig runtergezogen und das finde ich super schade und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Move von Ron Gilbert. Erstmal muss man auch sagen, ist es sein gutes Recht, wenn er sagt, ich möchte über Return to Monkey Island einfach nichts mehr berichten, denn ihr habt mir quasi so ein bisschen die Freude geraubt und bevor ich jetzt hier weitermache oder wir als Team euch mit viel Mühe ein neues Abenteuer erstellen, möchte ich quasi hier überhaupt nicht die Möglichkeit bieten, dass ihr jetzt weiter
weiterhin Negativität verbreitet. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nach so, oh, ich bin eingeschnappt, ich möchte mir das nicht nehmen lassen, aber ganz ehrlich, finde ich ganz okay, denn das, was er damit sagen will, die Message dahinter, die ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier um ein Unterhaltungsprodukt, es geht um etwas, das entsteht, damit wir wieder die Freude haben, in so einem Piratensetting abzutauchen, und da möchte ich mir jetzt nicht die Freude nehmen lassen, ehe ich das Spiel noch gar nicht richtig selbst gespielt habe. Das muss man auch natürlich dazu sagen. Und eine kleine Frage am Rande, die ich noch beantworten möchte, die mir gestellt worden ist: Wie finde ich es, dass The Return to Monkey Island zeitexklusiv für die Nintendo Switch rauskommt? Ganz ehrlich, das ist mir sowas von scheißegal, denn ich werde wie jedes Point-and-Click-Adventure auf dem PC mit Maus und Tastatur spielen. Das ist für mich ein Genre, das gehört für mich ganz klar auf dem PC. Natürlich gönne ich es jedem, der auf der Switch, wenn er keinen guten Computer oder Laptop oder sonstiges zu Hause hat, die Möglichkeit, auch das Spiel auf der Switch zu spielen. Nimmt das mit, es wird super spaßig sein. Ich freue mich richtig auf den Release, ich habe richtig Bock darauf, und nach einer kurzen Schnappatmung und ein bisschen Empörung habe ich dann festgestellt, was eigentlich für ein ganz interessanter Stil dahinter steckt. Er mag nicht jedem gefallen, mir persönlich würde auch ein anderer Look mehr taugen, aber ich lasse mich darauf ein. Das ist ein Spiel, da lasse ich mich direkt drauf ein. Return to Monkey Island, das war meine Meinung zu dem Look. In dem Sinne bin ich jetzt hier raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.